ausprogrammiert habe, ja, dann werden wir nur ein bisschen verändern. Weg vom Konsumieren hin zum Erschaffen. Das ist die Idee der Robocamps von Roman Wallinger. In den einwöchigen Camps dreht sich alles um das Bauen von Robotern und ihnen dann bei Programmierung Leben einzuhauchen. Eine Herausforderung für die jungen Ingenieure von morgen. Also es waren sehr viele Kabel, zwei Prozessors und halt die Einzelteile und war sehr schwer. Für die 9- bis 11-Jährigen besteht die Aufgabe darin, einen Fressomaten zu bauen. Der schaufelt alles in sich hinein, was ihm die jungen Camp-Teilnehmer in die Schaufel legen. Die Roboter sind keine Stangenware. Lange vor den Camps entwirft und baut Roman Wallinger die Einzelteile selbst. Erst vor Ort werden sie dann zusammengesetzt. Kabel um Kabel wird verbunden und am Schluss soll auch noch alles funktionieren. Also es gab viel Elektrizität, wir müssen viel lernen und dann haben wir die Roboter gebaut. Und das war wie der Prozess immer. Also zum Beispiel wie Plus, Minus kann auch wie das Plus 1 ist und Minus 0 zum Beispiel. Oder wie rotes Plus, schwarzes Minus. Die Robocamps für Kinder und Jugendliche sind Teil des Innovationsprogramms, bei der die digitale Kompetenz gefördert wird. So wird die Basis für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen, für die Ingenieure von morgen. Die Programmierung ist im Vormarsch. Sie lehrt uns zu verstehen, wie das Umfeld der Zukunft funktioniert. Grundsätzlich sehe ich das so, dass Programmieren genauso wie Lesen und Schreiben Grundkompetenz gerade wird oder schon ist. Wenn Kinder das Programmieren entdecken, dann ist es eine kreative Art und Weise, wie sie strukturiert ihre eigenen Ideen umsetzen im Computer. Das ist die Basis, wo der Trend hingeht und wo die Welt darauf aufbaut momentan. Auch die Fressomaten müssen programmiert werden. Und das hat jeder von den jungen Teilnehmern selbst gemacht. Vielleicht ein bisschen mit Hilfe von Roman. Dabei reicht es aber nicht, einfach nur Schaufel hoch einzutippen. Er versteht auch nur bestimmte Worte. Zum Beispiel, er versteht jetzt nicht Schaufel hoch oder so. Das versteht er einfach nicht. Man muss immer genau nur die Wörter nehmen, die er kennt. Action, aufgerufen, größer, Schwellwert. In der zweiten Gruppe, den 12- bis 15-Jährigen, war die Angelegenheit schon ein bisschen kniffliger. Die Aufgabenstellung, ein Roboterauto bauen. Nach dem Zusammensetzen der Hardware muss erst einmal die Motorsteuerung programmiert werden. Auch für die Leuchtsignale wird dann ein eigener Code entworfen. Und am Schluss fährt das Auto. Mit den Robocamps werden Kinder und Jugendliche auf spielerische Art und Weise herangeführt, selber Dinge zu erschaffen. Ein wichtiges Learning für den Erfolg von morgen.